versuche jetzt Whisper zu kombinieren mit ChatGPT. You're welcome. Ich spreche jetzt mit ChatGPT und lasse gleichzeitig die Applikation Whisper mitlaufen. Und es wird jetzt interessant sein, ob ich, wenn ich jetzt beide Apps auf verschiedenen Geräten laufen lasse, ob ich dann The Missing Link bekomme, also das fehlende Teil von ChatGPT, nämlich, wenn ich mit ChatGPT spreche, kann ich die Konversation nicht einfach wiederholen. Das kann ich aber, wenn ich gleichzeitig mit Whisper Dictate, so heißt das, auf meinem iPad, wenn ich gleichzeitig beide Applikationen betreibe. Und dann kann ich nämlich das, was wir miteinander besprochen haben, wiedergeben. Sowohl meine Stimme als auch deine Stimme, liebe ChatGPT. Das klingt nach einem interessanten Experiment. Es scheint, als ob du die Funktionalität von ChatGPT mit der von Whisper vergleichst, um zu sehen, ob du damit eine vollständige Aufzeichnung deiner Gespräche erhältst. Es wäre interessant zu sehen, ob das funktioniert und ob du tatsächlich das fehlende Glied in der Konversation erhältst. Lass mich wissen, wie es läuft und ob du interessante Ergebnisse erzielst.